Hallo Frau Neumann, wie geht es Ihnen heute? Hallo Viktoria. Naja, es könnte besser sein, aber es geht. Wenn ich mich besser fühlen würde, könnte ich öfters rausgehen. Hätten Sie Lust auf einen Spaziergang? Laut Wettervorhersage soll es heute regnen, oder? Das kann sein, aber ich denke, der Regen kommt erst am Abend. Das ist gut möglich, aber heute früh habe ich Frau Seidel gesehen, als sie zum Einkaufen gegangen ist. Und sie hat einen Mantel angehabt. Da muss es draußen schon wirklich kalt sein. Ja, am Morgen war es wirklich ziemlich frisch. Aber jetzt, am Frühnachmittag, ist es schon viel wärmer. Wollen wir nicht rausgehen? Ich weiß nicht, ob ich Lust habe. Ein bisschen Bewegung würde Ihnen aber gut tun. Wir müssten ja auch gar nicht weit gehen. Wie wäre es mit der Stadtbücherei? Oder möchten Sie lieber in den Park gehen? Dann würde ich lieber in die Stadtbücherei gehen. Aber die ist recht weit. Ich glaube, das schaffe ich heute nicht. Dann machen wir es so. Wenn Sie wirklich müde werden sollten, fahren wir mit dem Bus zurück nach Hause. Das könnte schon gehen, denn ich müsste morgen 2 Bücher zurückbringen. Dann passt es ja. Wo haben Sie die Bücher, Frau Neumann? Wir packen sie in meine Tasche, damit Sie die Hände frei haben. Dort oben im Regal stehen sie. Sehen Sie sie? Ja. Oben. Ja. Danke. Und Sie dürfen Ihren Büchereiausweis auch nicht vergessen, sonst können wir keine Bücher ausleihen. Ja, danke. Das war neulich dumm, aber seitdem habe ich den Ausweis immer im Geldbeutel und ohne meinen Geldbeutel gehe ich ja nicht aus dem Haus. So gut, jetzt bringe ich Ihnen Ihren Mantel und Ihren Stock. So, bitte sehr. Danke, Victoria. So. Und der Stock, bitteschön. Danke. Victoria, wie spät ist es eigentlich? Es ist 14:45. Und was haben wir heute für einen Tag? Heute ist Donnerstag. Ich glaube, dass die an einem Tag früher schließen. Ja, da haben Sie recht. Aber das ist am Mittwoch. Heute hat die Bücherei ganz normal bis 18 Uhr geöffnet. Wir haben genug Zeit. Dann ist es gut.